Ja, hallo hier bei Westwetter. In diesem Video schauen wir uns mal an, was uns in den nächsten Tagen erwartet wird. Wir schauen mal auf das Wetter für die kommenden Tage. Aber als allererstes schauen wir auf die Wetterlage, die uns jetzt dann beschäftigen wird am heutigen Dienstag. Und da sehen wir diese drei Tiefs. Eins, das ist noch das Sturmtief, das abzieht, und da das Tief, das dann nördlich von Deutschland liegt. Das ist das Tief, das uns heute diese kräftigen Regen-, Schnee- und Schneefälle gebracht hat. Dann haben wir noch ein Tief Richtung Italien, das interessiert uns nicht. Wir müssen auf das Hoch achten, das auf dem Atlantik liegt. Das bringt uns nämlich zu Wochenmitte viel mildere Luft. Da steigen die Temperaturen dann deutlich an, und so können wir dann eben mal so 10, 12 Grad erreichen. Dann das Wetter am heutigen Dienstag. Ja, und das wird sehr wechselhaft werden. In den Bergen, in den höchsten Lagen gibt es noch Schnee. Sonst darunter ist es eher der Regen. Wir erreichen 0 bis 2 Grad in den Mittelgebirgen. Je tiefer man kommt, desto wärmer wird. So erreichen wir im Osten von NRW 2 bis 5 Grad. Und entlang des Rheins erreichen wir sogar 2 bis 7, eventuell sogar 8 Grad. Also eine deutliche Milderung. Wenn wir dann einen Tag weiterschauen, auf den Mittwoch, der wird noch deutlich milder. So werden wir dort dann um die 10 Grad erreichen. Aber am Mittwoch wird es auch freundlicher in einem Korridor zwischen Essen, Düsseldorf und Krefeld. Dort werden wir zwischendurch auch mal die Sonne sehen können. Sonst wird es eher eine graue Angelegenheit werden bei Temperaturen in den Mittelgebirgen von 4 bis 6 Grad. Im Osten von NRW erreichen wir meist 4 bis 8 Grad. Dort wird es noch, ja, wie schon gesagt, sehr trüb werden. Eventuell ist es dort auch Dauergrau möglich mit Wolkenbehängung am Himmel. Entlang des Rheins sind ja diese Sonnenstrahlen möglich. Dort erreichen wir auch 4 bis 9 Grad. Die 4 Grad erreichen wir noch Richtung Eifel. Der Donnerstag, der wird ja wieder recht wechselhaft. So haben wir Wolken am Himmel, die zwischendurch auch mal ein bisschen Fieselregen oder Nieselregen fallen lassen können aus den Wolken. Aber sonst wird es nichts Großes in Sachen Regen oder Wind werden. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 7 Grad in den Mittelgebirgen und im Osten von NRWs. Entlang des Rheins erreichen wir schon 8 bis 10 Grad. Dort ist eine deutliche Milderung im Vergleich zum Mittwoch, also im Vergleich zum Dienstag und zum Mittwoch. Der Donnerstag haben wir jetzt besprochen, und dann kommen wir jetzt auf den Freitag zu sprechen. Der wird noch einen Tacken milder, so erreichen wir meist 4 bis 11 Grad. Die 4 bis 7 Grad erreichen wir in den Mittelgebirgen, und dann wird es langsam auch schon 7 bis 10 Grad warm Richtung Osten NRWs und Richtung Norden NRWs, also Richtung Münsterland und Ostwestfalen. Entlang des Rheins erreichen wir schon 7 bis 11 oder 12 Grad, also deutliche Milderung ist in Sicht. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe, auf das Ensemble für, ja, Krefeld ist es, glaube ich. Und da sehen wir, dass wir momentan noch bei, oh ja, rund 5 bis 10 Grad liegen, eher bei 4, 5 Grad, und dass wir dann zum kommenden Wochenende wieder ein bisschen runtergehen nach diesem Weg nach oben. Aber dann bleiben wir meist über 0 Grad, und zum Ende des Vorhersagezeitraums, dort nehmen die Ausreißer nach oben und nach unten zu. So könnten wir dann am Ende des Vorhersagezeitraums wieder ein bisschen Nachtfrost haben. Generell wird es ja trockener sein als jetzt am Montag. Es wird nicht mehr so viel Niederschlag fallen wie in den letzten Tagen. Ja, und es wird eine trockenere Wetterphase geben. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlichst von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, ich hoffe, ihr kommt trocken durch diese Woche. Am Freitag, wie schon gesagt, wird es sehr nass werden. Aber jetzt erstmal ist es eine trockene Wetterphase. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielleicht heute Nachmittag. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe mit der Arbeit. Ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.